So, Twitch war gerade eben down. Bin ich aufgegangen. Erstmal für die Leute. War wieder ein geiler Stream. Vielen, vielen Dank. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Video. TFU gerade sowieso in aller Munde. Manchmal sogar mehr Zuschauer auf Twitch als Ninja. Viele schätzen ihn noch besser als Ninja ein. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wen ihr für besser hält? TFU oder Ninja? Einfach ganz objektiv betrachtet. Aber jetzt hier in diesem Video zeige ich euch einen Jungen. Da weiß man nicht genau, wie alt er ist. In dem einen Video ist er 9, in dem einen Video ist er 11, in dem einen Video ist er 13, in dem nächsten ist er 14. Deswegen nehme ich mir immer die goldene Mitte und sage, er ist 11. Ne? Einfach so vom Gefühl her. Und dieser Elfjährige hat TFU getötet. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr den findet. Ich finde ihn ultra stark. Der gibt Gas. Mal schauen, wie er sich entwickelt. Ich werde ihn auf jeden Fall in Zukunft beobachten. Der gute Skeptik, ne, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wer für euch noch zu den Fortnite-Legenden gehört. Und bevor ich es vergesse hier jetzt nochmal, ihr wisst ja, wir machen alle 10.000 YouTube-Abos einen 12-Stunden-Stream. Der nächste wäre dann am Samstag. Und zwar fehlen uns da nur noch ein paar Abos. Ihr könnt hier kostenlos gerne ein Abo dalassen. Dann gibt es am Samstag einen fetten 12er. Damit danke ich für den ganzen Support. Kuss aufs Auge. So, das Video heißt This 14-Year-Old Kid Destroyed TFU. Insane. Wir schauen mal rein. Sehr Hey, what's geil. up, guys? It is Skeptic. Welcome back to another video. This video is about me killing Übrigens, TFU, which of nachdem er course is for TFU action, hier but I getötet honestly think hat, it's hilarious. ist sein And I Kanal hope auch that you komplett enjoy it. If you do, make explodiert. sure to like, War subscribe, komplett and in check out aller my Twitch Munde, channel over at im amerikanischen twitch.tv/skeptic. Bereich. Links will War be down ziemlich below. krass. Alright, guys. Wir gucken uns Peace jetzt mal out. an, wie er baut. Hier erstmal aus der Sicht von TFU. I want to push down here and loot these guys. There's a So. body right there. Und TFU immer wieder Okay, well, gechillt. that guy up top is sketching me out. Immer gechillt. Am Reden. So. Und das ist er. Ne, einfach mal. Schreib mir mal, man weiß nicht genau, wie alt er ist. Schickt mir mal jetzt, wo ihr ihn seht, wenn ihr ihn sprechen hört. Wie alt schätzt ihr ihn ein? So, hier auf jeden Fall. Der ist ja komplett AFK. Aber das finde ich jetzt hier zum Beispiel geil. Das war ein krasser Hit. Und der Hit ist auch 1A. Der weiß ganz genau, wie der Gegner sich bewegt. Ähnliche Reaktionszeit hat mich der Pumpgun-Hit gerade an Psyox erinnert. So, TFU wartet hier jetzt auf den Airdrop. Erstmal Double Farming, ne? Wer kennt's noch? Das gute Double He Farming. said press 5 and then throw heals at you. Oh. Airdrop. Schnapp ihn dir. So. Da sieht das jetzt. Airdrop wurde aufgemacht. Dude, what? So. Wo ist That der guy's airdrop Airdrop-Punkt? is lagging. Und jetzt holt er ihn sich. Free! Stop lagging, rare drop! Und gleich kommt das, was mich beeindruckt hat. Ne? Es ist jetzt TFU, gegen den er spielt, ja? Und jetzt zieht euch das Baubattle rein. Und gleich nimmt er Fahrt auf. Jetzt. Das erinnert. Oh, Alter. Das erinnert mich schon ziemlich krass daran, wie TFU baut. Aber er war unfassbar schnell. Unfassbar schnell. So, TFU hat sich jetzt unten dazu entschieden, das Ganze abzubauen. Und jetzt kommt er. Und das ist einfach ein geiler Pumpgun-Hit. Das kann man nicht anders sagen. That was for you. That was for you, bro. That was for you, Nora. So, und jetzt mal aus seiner Sicht, ne? Really Airdrop. good. Will er holen, baut sich hier Renegade immer wieder ein. Laser. Jetzt geht er raus, jetzt will er hochgehen. Und ihr merkt, ne, der andere ist viel, der 14-Jährige ist viel schneller. What's this guy doing? Really? This guy's an idiot, bro. Jetzt sagt er irgendwie Idiot oder so. Da weiß ich nicht. Manchmal da. Jetzt weiß ich nicht, warum er das gesagt hat, ne? Also für mich, ne? Das ist jetzt auch ein harter Punkt. What the fuck? Ja, er hat ihn einfach gekillt, Yo, so. Psycho. Ne? Yeah, kill Er versucht da jetzt für I mich, don't know what the versucht fuck da jetzt irgendwelche Ausreden zu finden, einfach zu sagen, ja, er hat ihn einfach im Someone Baubattle call me, by gerade the way. besiegt, ne? Ich You weiß nicht, should wie build seht face down, ihr bro. This das? is scummy. Für mich hat der Kleine ganz eindeutig das Baubattle gerade gewonnen, ja. Also, er hat ihn einfach TFU, wollte einfach raus, ist gegen die Wand gelaufen Einhead und dann shit, kam er nicht mehr bro. hinterher, ne? Aus meiner Sicht, ne? Schreibt mir mal in die Okay, Kommentare, wie ihr das seht. Ich I got finde, one der Kleine hat da ganz klar das 1 und 1
gegen Tfue gewonnen. So. Scummy should have ever seen trying to shoot someone down. But he has knockups, so he's good. So. Und jetzt hat er hier jetzt noch die anderen Gegner vor sich. Schnappt er sich auch. Also im amerikanischen Bereich wurde das war richtig Thema, ja? Das war richtig Thema, weil Tfue hat natürlich eine extrem krasse Fanbase. Eine extrem krasse Community, die da hinter ihm steht und die sagt, ja, was hat er da jetzt gemacht? Und I didn't even see him. He jumped down. He probably, I don't know, I didn't check his health. He just fucking fell down and one pumped me. Yeah. I should have one by one and hid. Yeah, so, that's jetzt natürlich. I don't think he's that good of a player. Yeah, I know. I should have killed that guy. I don't think he's that good of a player. I don't think he's that good of a player. He definitely knew it was me. Also, like, dann sagt er irgendwie, ja, hard. Er ist kein like, guter Spieler. Vielleicht Stream sniped er, also für mich, da jetzt im Nachklang wirklich versucht hat, da irgendwie wirklich Ausreden zu finden. Weiß ich nicht. Ja? Also wie gesagt, es steht glaube ich außer Frage, dass Tfue einer der besten Spieler hier auf diesem Planeten ist. Aber da fehlt mir so ein bisschen, dass er einfach so sagt, so GG. Ja? Weil... Also ich mach das beispielsweise auch, ich hab heute, übrigens, ja, gut, dass wir drauf sprechen kommen. Ich war heute am Stream und dann schreibt mir einer im Chat, ja, ich bin 13, ich hau dich locker im 1 und 1 weg. Ne? Und dann habe ich halt gesagt, ja, okay, du haust mich weg, komm in mein Discord, wir zocken eine Runde zusammen. Und ich habe ihn dann auch direkt geholt, so, ne, aber... Oh, I actually killed Tfue! I actually killed Tfue! Guck mal, er freut sich sogar. So. Und ich hab dann auch, ne? Also der 13-Jährige, gegen den ich gespielt habe, der konnte bauen. Das kannst du dir nicht abstreiten, so. Ich kann euch das jetzt mal gerne einblenden. Und das ist auf jeden Fall... mir ist das mega wichtig, dass man da nicht so, sag ich mal, jetzt so versteift und verkrampft sagt und ja, und er hat gestreamsniped und ja, er hat mich gewonepumped und ich weiß, dass wir alle gerne gesamt im Internet, ne, im Zocken, da gerne immer Ausreden finden, aber einfach sich einzugestehen, ne, zu sagen, ey, weißt du was, da war jetzt kein Leck, unterm Strich hat derjenige, gegen den ich gerade gespielt habe, besser gespielt. Ich glaube, da können wir uns alle mal ein kleines Scheibchen von abschneiden. Und das sehe ich hier auch so. Also für mich hier in diesem 1 und 1 hat der Kleine, hat er ihn ganz klar geholt. Ich blende euch jetzt mal hier noch zum Schluss, ja, das gute 1 und 1 gegen den 13-Jährigen, gegen den ich gespielt habe, ein. Viel Spaß damit. Damit sage ich danke für die Likes, danke für die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr das 1 und 1 hier fandet, wer für euch noch zu den Fortnite-Legenden gehört. Und damit sage ich Kuss aufs Fucking Auge. Hi. Hi. Bist du Stalker Skilly? Ja. Ja, komm, lass 1 und 1. Wie viele Spielstunden hast du? Über 2 Millionen. Okay, hast du schon mal beim Turnier mitgemacht irgendwas? Na. Ne? Da waren sie alle zu schlecht. Da waren alle zu schlecht? Ja. Okay. Aber du hast nicht zufällig Zyox mit deinem Übermut? Doch. Okay. Komm, Paradise. Wollen wir Go machen? Okay. Okay.
Der Plan. Alter! Scheiße! Nicht schlecht, ich schwöre. GG. Ah, ich schwöre, GG in den Chat, er hat gut gebaut. Mit Raketenwerfer hat er gespielt, ne? Ja. Er konnte aber bauen, Digga, ne? Chat? Holy moly. Ein bisschen mehr geschossen, nicht willkommen so viel gebaut, dann wäre es aber nochmal was geworden hier.